Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Factorio. So, wir wollen jetzt eigentlich zusehen, dass wir, ja, was machen. Wir hatten das Kupferfeld da oben, ja, kennengelernt. Und da wollen wir jetzt weiterbauen. Wir haben sechs Gleise, ein gebogenes. Das gebogene brauchen wir, glaube ich, mehr. Das würde nicht klappen mit einem nur. Ich glaube, da müssen wir noch eins bauen. Und wir haben ja die Klamotten alle hier mit. Dann können wir das auch so machen, dass das klappt. Oh, da will sogar größere gehen. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, steigen wir nochmal ins Auto. Hätten wir auch letztes Mal alles schon machen können, ne? Aber naja, ist halt so. So, dann müssen wir gucken, wo der. Sag schon. Die zwei Telegrafenmasten haben wir da hingestellt. Die Stromleitung. Früher sagte man ja Telegrafenmasten dazu. Heute sagt man da wahrscheinlich Strommasten zu. So, der da ist aber. Lass mal ranzoomen. Da gibt es eine Leitung, aber ich glaube, bei dem anderen gibt es keine Leitung. Da haben wir was falsch gemacht, ne? Deswegen wollten wir den auch abbauen. Und ich glaube, wir machen das hier auch nochmal. Ach, ist auch egal. Mal wieder rauszoomen. Und dann bauen wir hier mal. Die zwei bauen wir mal. Weiß jetzt gar nicht. Jetzt haben wir gar nicht genug. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem mit der. Ah ne, wir haben das schon richtig gemacht. So ist nicht. So, jetzt müssen wir die nur richtig anschließen, ne? Ja, wie war denn das, ne? Das geht so gar nicht, oder was? Wenn ich das dahin mache, fährt da doch kein Zug rum, oder? Guck mal, der holt den Strom von ganz anderen Masten, wenn. Ach, der Kleine kann gar nicht, ne? Dann holt er doch eher von dem Großen, ne? So, dann würde ich sagen, machen wir das so. Wo ist denn das Eisen? So weit oben? Tatsächlich, da oben ist es. So, stopp, da ist schon die Leitung angeschlossen. Wir müssen weiter hoch. Da geht er. So, das würde bedeuten, die anderen da unten können wir erstmal wegmachen, ne? Die sind hier fehl am Platz. War ja nur noch einer, den haben wir schon im Gepäck. Die Leitung, Leitung, die Weiche hier. Muss da weg, das geht ja gar nicht. Das würde gehen. Da muss es auch so gehen. Das geht's auch. So, jetzt haben wir nur die Schwierigkeit, dass wir das hinkriegen, ne? Oh. Jetzt muss der da reinschnappen oder was, ne? Ist da jetzt das Auto im Weg oder was? Ich glaube schon, ne, oder? Oh, da ist so viel drin, ne? Jetzt machen wir den mal ein bisschen längs rüber. Steigen da wieder aus. Und dann probieren wir das nochmal mit dem Gleis. Ne, das geht wohl so nicht. Gut, dann müssen wir wohl das dazwischen setzen. Und dann nochmal das. Guck, dann geht's. So. Das ist aber über das Gleis. Ich glaube, wir haben das gerade mal so eben geschafft, da nebenher zu kommen. So, und da sabbert.
Speichert er. Das Holz muss weg. Und wenn wir da weitergehen, dann kommen wir da genau hin. Mhm. Jetzt habe ich gerade das Holz gehackt, ne? Ist da noch eine Latte? Nee. Fehlt uns dann Stahlträger. Ja, da können wir mal was aus dem Auto machen, ne, oder? Jetzt packen wir da rein. Ach, guck mal, da sind sogar Stahlträger drin, die wir brauchen. Nehmen wir die doch erstmal raus. Aussteigen wieder, nochmal reingucken und dann gehen drei. Machen wir. Drei sind gleichzeitig sechs, ne? Auch schön. Gut. So, weiter geht's nicht. Wir müssen aber noch weiter bis da oben hin. Das sind noch einige Meter, die wir da machen müssen. Und ich glaube, dafür brauchen wir Holz. Waren hier nicht Bäume? Da ist ein Baum. Nee, da fehlen uns Eisenstangen. Okay. Aber okay, dann lass uns dann gucken, wie kommen wir an Eisenstangen. Gute Frage, ne? Eisenstangen kommen... hierher und das sind Eisenplatten. Eisenplatten kriegen wir wiederum aus Erz, aber dafür brauchen wir einen Ofen. Hätten wir auch da. Ja, das heißt, wir müssen erst wieder runterfahren. Geht nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. So, da steigen wir aus. Jetzt müssen wir uns Eisenplatten besorgen. Ich wüsste aber gar nicht, wo ich... Nee, da sind wir falsch. Wo sind die da unten in den Kisten vielleicht was? Da ist Munition. Da sind Zahnräder. Und da ist nix. Die Munition können wir mal rausnehmen. Die brauchen wir. Ja, da ist jetzt nichts, was wir brauchen. Das haben wir auch, glaube ich, reingelegt. So, das bedeutet, ja, Stahlträger sind hier genug. Zip, 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 ja. Wo steht denn der jetzt? Das hätte ich gerne da. Die weggenommen. Shit, den habe ich nicht geschafft. Ja, ist das denn wahr? Und da laufe ich dagegen dann. Super, hm? Sind die gleich alle weg? Da brauchen wir Eisenstangen. Gut, kriegen wir alle. Weiß nicht, wie lange der Ofen noch läuft. Sammeln wir erstmal auf, ne? Da ist der Ofen leer, das heißt, jetzt sind keine Eisenstangen mehr zu kriegen. Wie viel, So, da sind ja mehrere Gleise, ne? Komm, dann nehmen wir das erst mit. Ich könnte auch einmal Strom machen. Ich glaube, das machen wir auch.
ist das hier? Bahnhof, okay. Dann lass uns da wieder hochfahren und gucken, dass wir die Leitung weiterkriegen. Da wurde abgespeichert. Also das Fahren mit dem Auto ist ja nicht so einfach, ne? So geht's. Einmal um eine Kurve und weiter. Und bam, da haben wir einen Baum platt gemacht. Super, hat das wieder gut geklappt, ne? So. Da einmal hoch. Zap, da steigen wir aus. Und dann machen wir hier schon mal die Leitung hin. Kommt die von unten? Ja. Da können wir eine richtig schön lange Überlandleitung machen, die bis hierhin geht. Reicht, wunderbar. Und dann hängen wir das dahin. Und den müssen wir dahin machen. Dann kann man schon den Erzförderer aufbauen. Der würde dahin gehen. So, zweiten haben wir auch noch, ne? Machen wir den da wie wir am 3? Wusste ich gar nicht. Rotate. So, gut. So, Förderbänder sind auch da. Dann würde ich sagen, dahin. So ein Teil haben wir auch. Geht also auch. Und den müssen wir jetzt mal ein bisschen näher laufen. Rotieren. Passt. Passt. So, und hier müssen wir dann die Gleise noch weiterlegen. Ja, super, ne? Das hat gut geklappt. Das bedeutet, hier müssen wir, das war die falsche Taste. So. Ja, sollte gehen, oder? Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Fertig. Mehr geht nicht. Da oben ist das. Förderbänder sind aber wahrscheinlich auch zu wenig. Wie kann man das so machen? Ach so, okay. Aber das ist ein ganzes Stück, was man überbrücken kann, oder? Und dann geht er schon bis dahin. Oh, da haben wir reichlich von dabei. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt ist nur die Frage, ne? Ich glaube, da können wir hier noch was ändern. Da müssen wir noch ein gebogenes Gleis haben. Kriegen wir das hier hin? Jo. So wäre das. Ich glaube, da. Da müssen wir höher laufen. Kriegen wir auch noch weg. So passt's. Und dann da muss es wieder dran. Passt, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Roboter wir hier hinkriegen. Maximal Speicherkapazität 32 ist ja auch so, 32 Felder sind das, glaube ich, ne?
Jetzt müssen wir nur. Wir brauchen Strom. Und wir brauchen die Greifarmroboter. Das war ein intelligenter. Das ist ein schneller. Dann machen wir nur einen schnellen. Da einen. Zwei. Und eine Kiste. So, die Kiste müsste da mittig hin. Müsste so gehen, ne? Und der muss dahin. Und der muss dahin. Und dann ist noch die Frage, ob das so klappt. Und dann müssen wir mit dem Strommasten darüber. Und dann klappt das nicht, weil der zu weit weg ist. Gut, das bedeutet den nochmal weg. Und dahin, dann kann er. Die Kiste dann nochmal weg. Und dahin. Und der kann da weg. Und muss dahin. Und da muss jetzt das Schienengleis, das Gleis hin. So, jetzt müssen wir mit dem Gleis hier nochmal arbeiten. Ja, es muss so sein, ne? Ne, der war schon richtig, der muss da weg. Achso, das ging nicht, weil ich zu nah dran bin, ne? So, nochmal. Passt. So, jetzt sollte der Zug dahin können, ne? Aber, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, wird das so rum nicht gehen. Einfach aus dem Grunde, weil die Lok ist oben. Das reicht, glaube ich, nicht. Aber, spielt gar keine Rolle. Können das ja hier so anbauen. Fährt die Lok dahin und der Zug bleibt gerade stehen. Gut. So, und jetzt müssen wir hier noch gucken. Ne, das war schon hier richtig, ne? Eisenplatten brauchen wir 4 Stück. Aber wir haben noch 4 Eisenplatten, ne? Ach, 10 brauchen wir. Wir haben noch 4, so ist das. Okay, dann ist das das Problem. Ja, gut. Steigen wir ein und fahren wir runter. Und ja, rein theoretisch könnten wir dann gleich schauen, dass wir mit dem Zug hier hinkommen. Naja, das ist schon schwierig, ne? So, fahren wir da lang. So, müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. So, aussteigen. Uns fehlten Eisenplatten. Und dafür brauchen wir Erz. Haben wir überhaupt Erz? Nö. Aber das liegt ja hier noch, ne? Nehmen wir das mal gerade hier auf. So, dann gehen wir da unten hin. Machen das da rein. Gehen da hin und sammeln das auf. Können auch das Ganze hier von der Bahn nehmen, fällt mir gerade so auf, ne? Weil die Stahlträger brauchen wir auch, ne? Geht das denn weniger im System? Ich glaube schon, ne? Wenn wir die aufsammeln, wird das weniger. Ich dachte, man müsste die Taste F immer drücken, damit er aufnimmt, aber man kann sie permanent auch halten. So. Gut, lassen wir erst so, steigen wir in den Zug ein und fahren da wieder hoch. Das war falsch rum, so müssen wir. Fahren wir mal los.
kein Licht an, ne? Aber hier sollte keiner auf den Schienen sein, oder? Wir müssen nur aufpassen, das, was wir da gerade gebaut haben, dass uns da keiner, sag schon, das hat er gerade abgespeichert. So, jetzt kommen wir an unser Ziel. So, und jetzt wird der Zug beladen, oder? Genau, wunderbar. Das wollten wir doch. Da haben wir schon mal was geschafft. Okay, aber dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.